Palermo. Und noch Code 911. Entschuldigen Sie, das war mein Getränk. Für das Deutsche. Beatrix von Storch. Bad Meckelboy, das ist mein Sternzeichen. Oh, bist du mit dem Auto gekommen? Ja, ich habe heute mal den Großen genommen. Ah. Warum müssen wir eigentlich jede Sendung anmoderieren? Gute Frage. Hallo, willkommen zu Don't Skip. Ja, wir sind Joker Tululu. Und Marcel Mann, als ob wir es einmal nicht gewesen wären. So, und von wegen, ja, wir gucken die lustigsten Werbeclips aus der ganzen Welt. Heute mal was ganz anderes, Überraschung. Ja. Und es gibt nur eine Regel, und zwar dürfen wir nicht skippen. Wir brauchen so was Eigenes. So. Einfach eine Sendung ohne Anmoderation. Kann die nicht einfach anfangen, ohne es geht um das, wir sind hier, hallo, herzlich willkommen. Haben wir gerade die Sendung anmoderiert? Verdammt! Ja, haben wir. Okay, drück aufs Knöpfchen. Dann bist ich mein Vater. Ich drück dann, wenn ich drücken möchte. So wie ich deine Mutter kenne, könnte ich durchaus dein Vater sein. Das klären wir nach der Sendung. Soda. Ich glaube, das ist Jesse Eisenberg. Der hat auch bei Social Network mitgespielt und so. Yo. Ulein. Und noch Code 911! The underwear is gonna have to come off. Machen Sie Platz, das ist Jesse Eisenberg. Hallo? Hey, guys, we're on TV. Das Baumeln, Bruder. Ach du Scheiße. Mein Gott. Butt Naked Boy! Neuer Superheld, Naked Boy. Butt Naked Boy, das ist mein Sternzeichen. Geil. Schön. Was macht wohl die Call 911 Lady heute? Fängt schon mal gut an. Ich liebe es, ich liebe es. Butt Naked Boy, das Musical. Der hat Spaß in der Backen. The position that's worked for him before. Okay. For this young man, it's time to play with the big boys. Time to play with the big boys. The look. Yeah. Steampunk meets Valenzina. Ein Schritt für die Menschheit. Ah, weil Orangen enthalten sehr viel Eisen. Mm. Ah, wow. Oh, that's nice to see. That is nice. That's a helmet full of pleasure, right there. You know when you've been tangoed. Schön. Ja, das ist, wunderschön. Das ist also die Weiterentwicklung der FFP2-Maske. Eine Taucherglocke, komm, safety first. Fußball. Okay. Schick ihn. Ja. Jesus? Ich kenne mich jetzt nicht so aus. Ist das üblich? Ich habe keine Ahnung von Fußball. Ja, keine? Nee, aber die anderen Spielerfrauen und ich verstehen uns hervorragend. Von wem bist du eine Spielerfrau? Okay. Es reimt sich auf Schmatz Schmummels. Okay. Das stimmt gar nicht, Philipp Lahm klingt ganz anders. Schmatz Schmummels. Yes! Oh! No! Ich werde dich vermissen, werde ich dich. Ich liebe dich noch mehr. Und jetzt kommt ein LKW. Lauf und fang die Liebe. Das ist völlig normale Art und Weise der Kommunikation. Du, jede Beziehung ist anders. Kein Luftkuss, sondern ein Luftschuss. Ich weiß nicht, ob Gott das gewollt hat. Äh?
Sie hat ihn vorher gefragt, wie sehr liebst du mich? Ja, ich glaube, es ist wieder Zeit für ein Spielchen. Es ist Zeit für ein Spielchen? Ja. Was für ein Spielchen? Ja, es gibt wieder Clips ohne Sinn. Wir sollten, glaube ich, raten, was will uns dieser Clip sagen? Okay, fragen die mal, Clip. Was willst du sagen, Clip? Oh je, Mini, es pressiert. Schwanger. Nee, sie ist zu flach, um schwanger zu sein. Ist das Body Shaming? Oh. Oh. Ah, Busunfall. Lassen Sie mich, ich wurde nur angefangen. Es sind nur Bremsstreifen. Hä? Vom M19er. Sie sagt so, ich hab einen Freund. It's alright, you're okay. Just a little uncoordinated. Sie wäre jetzt lieber tot. All together. Wenn oben und unten zusammenpasst. So siehst du. Ja! Ah! Aber das hat Sinn gemacht. Wir kennen doch alle die Geschichte von der Mama. Zieh dir immer eine frische Unterhose an, falls du angefahren wirst. Ja, ja, oder ja. Es brennt. Ja. Kennt man, kennt man. Ja. Bunga matahari itu selalu mengikuti arah matahari. Bener, janda lo. Was ist das? Das sieht nach Instant-Diabetes aus, ne? Es sieht nicht natürlich aus. Die Welt dreht sich um ihn. Nietzen, es gibt einen neuen Kater in der Stadt. Und sein Beil auch. Entkerne uns, entkerne uns. Fanta? Ist das Fanta? Es ist Fanta. Vom Playboy zum Blähboy. Ich habe seit Jahren keine Fanta mehr getrunken. Okay. Und ich habe nie eine Schule besucht und ich finde, alles erklärt sich in meinem Verhalten. Also macht das alles so Sinn? Eine asiatische Schule ist wohl ein bisschen anders. Okay, das heißt, ich glaube, was dieser Clip uns sagen möchte, ist, wenn du keine Fanta trinkst, dann stinkt dein Furz erst. Wenn du aber Fanta trinkst, dann stinkt dein Furz nicht. Es gibt Männer mit Charme und es gibt Männer mit Darm. Dafür hast du die Fernbedienung verdient. Dankeschön. Bitteschön. Ich presse einmal die Null. Wir sind wohl in einem Heim, in einem Krankenhaus. Pferderin? Ist ein Simulator. Oh. Wow. Okay. Hä? Das ist wohl eine mündliche Prüfung. Fett der Sache, mit Olympia werden wirklich auch beim Pferdesport keine Tiere mehr gequält. Ihr wolltet Pferdesport ohne Tiere. Tada! Das ist. Ah, okay. Lassen Sie mich zurück. Ich bin Barfußläufer. Ja. Ich glaube, der hat Bock auf Füße. Ist es, wenn ein Fetisch eskaliert? Entschuldigung, ich habe mir einen Nagel eingeklemmt. Yo. 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 Das ist eine ganz schwere Form von Hornhaut. Hauptsache, die freut sich über, was war das? Konsum, was war das? Macht glücklich. Has a fractured fibula. Given him a mild sedative. So he could be able to go home tomorrow. Daddy's gonna be so excited. Oh Gott. Oh nein. He's dead. That killed him. Timing ist alles. Was? Mortgage Company, das ist für, wenn du einen Kredit brauchst. Mm. Oder ist eine Mordgage. Das kriegen wir hier auch. Mordgage? Nice. Hello, Mister. Ja, Kuchen, ne?
Okay. Sie haben sich also angemeldet zur Unterleibsentfernung? Reflexe? Mhm. Right. Ah, ich glaube, durch ihn wird der neue U-Bahn-Tunnel verlegt. Boah, ey. Alright, the progress. You know which. Wofür war das jetzt? Oder ich glaube, es war Krankenversicherung, für Auslandskrankenversicherung oder so. Okay, macht Sinn. Mit Ängsten spielen und leichtem Rassismus. Das lieben wir hier in Deutschland. Natürlich. Dieser Clip wurde Ihnen präsentiert von Beatrix von Storch. Ich habe wieder Lust. Ich habe Lust auf einen Voice-Over. Dann Voice-Overi mal. Ich brauche meinen Voice-Over-Hut. Möge man mir ihn reichen? Natürlich. Da ich nicht weiß, wie man sich richtig auf eine Couch hinsetzt, kann ich auch nicht mehr aufstehen. Bitte schön. Ja. Alles klar. Ich drücke natürlich Play. Let's go. Gryffindor. 3, 2. Gryffindor. Gryffindor. 1. Sie kennen mich vielleicht als Komparse bei 2½ Men. Aber da verwechseln Sie mich. Ich bin nämlich gar nicht Charlie Sheen. Ich bin seine Mutter. Ja, hier in der Armklinik versuchen wir, die Armen von den Reichen zu trennen. Armut muss nicht sein. Hier sehen Sie eine Krankenschwester bei der Ausübung ihrer Arbeit. Genau, nicht diese, sondern diese. Das ist Schwester Stephanie. Moment, ich habe mich wohl verwählt. Ich bin eigentlich Urologe, aber ich bilde mich weiter. Old Spice. Früher nannten wir sie Jerry Halliwell. Okay, Applaus. Ist alles nur Quatsch. Liebe Mutti, ich habe mir das Ganze hier nicht ausgesucht. Joker nötigt Kameramänner zu klatschen, aber es ist einfach nur deren Arbeit. Es ist meine Arbeit und wir wollen alle zurück ins Heim. Ich mache einfach weiter, als wäre es nicht passiert, okay? Es gibt Momente, da würde ich gerne in den Voice-Over-Hut verschwinden. So. Ist das ein Unboxing? Unmanning. Unfingering. Ah. Damit kann man gut nach Hause telefonieren. Na, du kleiner Langfinger. Willst du mal meinen Fingerabdruck sehen? Dafür sind Männer wieder gut, ne? Oder auch nicht. Ich glaube, das ist ein Landadel. Das ist Ed von Schleck. Kann man auch so machen. Okay, aber jetzt reisen wir erstmal zurück in die Steinzeit. Oh, ich habe meinen Reisepass gar nicht dabei. Ist das Brandenburg? Ja. Entschuldigen Sie, das war mein Getränk. Ist auch so. Tja. Das ist eine Mahlzeit. Das sind Aktivisten. Man trägt keinen Pelz. Drink Milk. Lieber nackt als Pelz. Lieber tot als Pelz. Wieso Drink Milk? Ich weiß es nicht. Ich guffe die Zähne. Okay. Drink Milk. Milchtiger. Apropos Alpen. Das nennt man Briefsaurier. Krass. Ich mochte Heidi Klum lieber, als sie noch Pony trug. Ich mag das nicht, wenn Paare in der Öffentlichkeit streiten. Die sind ja unter sich gerade. Ich liebe so stumpfe Sachen einfach. Okay. Praise the Lord. Gott schwört noch auf Handarbeit. Naja. Kim Kardashian. Das wissen wir. Nee, ich glaube, das ist Khloe. Ist das Khloe? Irgendeine Kardashian. Müsste ich nackt sehen.
Dann wüsstest du es, ne? No body shaming. Kein body shaming bei Comedy Central. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Was ist das? All women are beautiful. Hm. Hitchcock. Weine nicht, Baby, ich bin da. Ich mag's ja ein bisschen gruselig. Okay. Da ist schon mal kein Schwarzer, dass er sterben kann. Ist ein Remix aus allen Horror-Szenarien, die man in Filmen in den letzten 100 Jahren gesehen hat. Was? Warum war das eine ein englischer Slogan und jetzt sind wir hier beim Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung? Ist das überhaupt, das ist glaube ich generell, was die erste deutsche Werbung, die wir überhaupt gesehen haben? Ja. Ich hoffe, dafür wurden 30 Millionen deutsche Steuergelder Euro verbraucht. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Fertighaus. Okay, und wir kippen die Fenster nicht im Stoß, lüften, da geht die Luft schneller raus. Ich find's romantisch. Lonely Night, Dad. Ja, davor kann man Angst haben. Zu gesund. Es ist das Eisberg voraus. Aber genau deswegen ernähre ich mich nicht gesund. Ah, Eisberg. So, ich müsste mich mal andersrum hinsetzen. Du bist echt der Schlagfertig-Kind, ne? Findest du? Ja, du rasierst. Du bin ich dir komplett aufgefallen? Du bist mir aufgefallen, auf jeden Fall. Sehr positiv, sehr positiv. Das freut mich. Das freut mich auch. Ich finde schön, dass wir beide die Sendung machen. Oh. Ja. Er ist noch unentschlossen. Ist also kein Heimscheißer. Oh nee. Ruf da wieder Mary an. Wenn das jetzt Mary ist, ne? Nein, niemals. Niemals ist das jetzt die. Hä? Don't call this number. Ach du Scheiße. Und genau deswegen gehe ich nicht auf öffentliche Toiletten. Hast du schon mal so eine Nummer angerufen, die du gesehen hast? Auf so einer Toilettentür? So habe ich den Job bekommen. Ich gehe gar nicht auf Toilette. Natürlich nicht. Okay. Hi, I have a delivery for Iris Chan. The antivirus, thank you so much. Das ist unrealistisch. Okay? Was hast du gesagt? Das Antivirus? In der Realität hätte er einfach geklingelt und behauptet, er hätte es abgegeben. Hat sie gerade mal Antivirus gesagt? Sie hat den Antivirus bestellt. Mm. Mhm. Oh shit. Marcel. Ist es soweit? Marcel? Alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Wir sind jetzt wirklich beim letzten Clip. Liebe Gemeinde, wir haben uns hier versammelt, um gemeinsam den letzten Clip zu sehen und uns dann von dieser Sendung zu verabschieden. Die Serie ist noch so jung. Bitte seid stark. Wir hatten noch so viel vor mit euch. Oh, fuck, sorry. Okay. Lass es uns gemeinsam tun. Okay. Lass uns dem Clip die letzte Ehre erweisen.
die Missgeburten. Ja, das passiert, wenn man keine Zahnpasta benutzt. Karius und Bactus! Ach du. Entschuldigung, wir sind auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder. Ich habe das Gefühl, das ist antikommunistische Werbung. Yo. Ey, die Effekte, super krass. Super krass. Guck mal, Karate High auch kick. Noch mit dabei, nice. Ooh, everybody was Kung Fu fighting. Chuck Norris. Fatih war müde, er hat sich im Mund des Monsters schlafen gelegt. Hat das nur ein Auge? The Swedish Battery Collection Project. Weil die Batterien nicht vernünftig entsorgt wurden. Ah. Ah. Da stehen Monster wie die da und fressen Väter. Okay. Aber Griechen essen doch auch viel Väter. Ich bin Halbgrieche, väterlicherseits. Das war letzter Clip auf jeden Fall. Ich weiß, ich wäre jetzt auch traurig, wenn ich mal mit mir drehen könnte. Aber vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hab die Sendung geliebt. Danke, dass ihr dabei wart. Ich frag mich zwar, warum ihr so lange dabei wart, aber ich fand's schön, dass ihr dabei wart. Wir wollen sagen, time to say don't skip. Das ist improvisiert. Wenn wir uns an die Toren halten, funktioniert nichts. Jonathan und der andere. Dessen Namen wir vergessen haben. Er trug Mütze. Okay, das wir sehen uns bald wieder. Ja. Yeah, das war die erste Staffel, die uns gibt. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Küsschen aufs Nüsschen. Mein Name ist Marcel Mann. Mein Name ist Joker Tululu. Und ich hatte sehr viel Spaß. Peace.